Okay. Dann wollen wir mal Jesse mal losziehen. Mal gucken. Da ist man erstmal ein bisschen gepennt. Ist mal schön bist warten. Du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit geboren, sag ich okay. dir. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Ach so. Ja, wir ziehen jetzt los. Ifrit. Bedeutet allerdings auch, wenn wir Ifrit kriegen, stimmt der Lohn. Kriegen wir auch entsprechend Gegner. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Name eines kleinen Mietshauses in den Slums von Sektor 7, Stella Apartments. Die Vermieterin Male ist eine Unterstützung der Widerstandsgruppe Avalanche. Cloud ist in Zimmer 202 eingezogen, direkt neben Tifa, die in Zimmer 201 wohnt. In Zimmer 203 wohnt ein mysteriöser Mann, auf dessen Arm die Zahl 49 tätowiert ist. Haben wir ja schon alles gesehen. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Wir haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Dürfen wir selber Motorrad fahren? Das kann ja nur schief. Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Voll das Vogel! Festhalten, Nix! Cloud! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Ach so. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? ID-Check, yes! Distanzkampf beschleunigen. Bremsen. Wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Distanzkampf blocken. Wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ach, kein Problem. Wir haben den Clown dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorrad-Einsätze. Nicht, dass du mir mit deinem kranken Schmetterling in den Waffen zaubern. Ich hoffe, ich werde. Sieh nach vorne, bitte. Toller Tipp. Jetzt geht's los. Freust dich wohl drauf. Na klar, freu ich mich darauf. Das sonst kommt es hier aber nicht hier. Blocken. Achso, okay. Aber ich kann nicht. Hä, warum kann ich nicht? Nee. Ich drück L1 und passiert aber nichts. Distanzkampf und passiert aber nichts. Hä, warum geht denn der Distanzkampf nicht? Wir sind
kommt ihr nur so vor. Was für langsamer geworden sind. Sie kommen zu euch! Oh! Oh nein! Es könnte übel ausgehen! Was machen wir jetzt? Ja! Klar! Beeilung! Ich bin unterwegs! Ja, ja, ist doch schon passiert. Oh, jetzt kommen die miese Hinterkämpfer da. Das sieht nicht so aus. Elite-Kämpfer. Doch. Nee, oder? Das klingt ja nicht gut. Vor allem mit Sprengladung. Das ist nicht so geil. Mal weiter, mein Freund. Driftattacke. Ach, Driftattacke, so wie ich hier sehe, jetzt. Wie sieht das? Zurück, was? Komm noch! Ey, ich fahre aber auch schnell! So, gute Nacht! Doch, mehr, du Drohne! Wirklich beeindruckend! Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten! Jedes Mal dieser komische! Diese komische Wand, das ist direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Das sei jetzt. Ah! Ach, wir kommen noch mehr, Freunde. Komm her hier. Also, komm mal zwischen ran hier. Tschüss. Oh, ich hole die auch gleich mal ab. Kann ich nicht? Schade. Läuft. Das wird nichts. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Oh, komm rein. Wieso hauen die ab? Was, oh, ich wollte ihn noch wegmachen. Oh, oh, oh. Oh Gott. Oh, Alter, was hat er vor einer? Tut! Spinnt der? Ist gut, dass er schlägt. Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Romantisch. Darf ich mich einklinken? Nein, nein. Wohl nicht, was? Na gut. Wie wär's denn mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wem denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören. Du bist so langsam. Deine Worte kommen bei mir nicht an. Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Lodge.
Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeits-Junkie. Du hast ja doch... Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Sehr glücklich. Herrlich. Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß. Ich komme nicht dran, weil er mich dann immer irgendwo trifft. Lassen wir es richtig krass. Gleich hab ich ihn. Oh. Du bist auch gleich wieder reden, das hat einer noch mal dran. Komm. Was ist das für ein Heini, sag mal? Richte deine Augen nur auf mich! Das kann doch ewig so weitergehen, was? Ich nehme mich gleich mal... Hier, ich nehme so, gib mir einen kleinen Liebesbeweis! Ja, das war eine gute Sache! Was macht der Typ? Hier, Kevin, auf, scheint ihn nur anzustammeln. Ja, ich sehe Potenzial, um wieder zu motivieren. Doch noch! Statt das Wahre zu leben! Jetzt wie ein Monster ist bei mir unnutzbar. Ja, Mist, ich bin noch nicht sauber gekommen. Teil von dir werden. Ja, warte mal, ich bin doch ein Teil von mir da. Boah, was ist denn hier? Scheiße! Weißt du, wenn es kribbelt? Ich muss ihn kriegen, sonst bin ich gleich fertig. Komm, ich krieg dich gleich. Ich hab dich gleich. Wissen wir. Hä? Hab ich ihn? Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Oh. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufrollen, möge der bessere triumphieren! Nein, wie ist das? Ich hab gleich ein CP-Problem. Was ist das denn für ein Heini? Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, lenk du mal! Was? Okay. Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Okay. Aber der Name sagt mir auch gar nichts, Lordship. Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Naja. Werden wir sie später noch rausfinden. Ein Glück. Das war wirklich kurz vor knapp, weil ich hatte, glaube ich, noch so wenig TP-Balken. Katastrophal was? Gefahren. Und was? Wer hat dich gefragt? Ich dachte echt, ein ehemaliger Soldat wäre besser. Alleine bin ich das auch. Gut, dann übernehme ich. Nein. Na, dann eben weiter wie bisher, okay? No. Oh. Da hinten? Schon. Das ist unser Ziel. Ach ja. Die ganzen Frauen. Alle wollen sie den Cloud. Alle wollen sie ihn haben. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit. Und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich.
Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Aber trotzdem hätte es mich mal interessiert, was das für ein Knilch ist. Und mir kam das überhaupt nicht bekannt vor. Mein Final Fantasy ist dann nun auch schon ein paar Jährchen her, aber trotzdem, Lodge sagt mir wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, ob es den im Original auch gab. Weil ich meine, es ist nämlich auch so, dass so diverses... Oder dass sie ein paar Sachen noch hinzugefügt haben bei Final Fantasy, aber ob das nun auch gerade sowas war, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass ich es vergessen habe. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Ein Zaubertrick. Ein Zaubertrick. Schalter drücken oder was? Simsalabim! Das ist also ein Zaubertrick, ja. Toller Zaubertrick. Die Werksiedlung von Sektor 7. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Komm, Kleine. Weg ist er. Ach so. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Das ist irgendwo da vorne. Er hat sich schon mal positioniert zum Anquatschen. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Da kannst du von ausgehen. Seht mal. Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Also Lodge ist, soweit gut, ich mich erinnere, eine los neue jetzt. Figur. Ah, okay. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ach so. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Was? Ich komme extra hierher und krieg keine Pizza ab? Toll. Ich bin nur wieder der... Naja. Gut, das sag ich jetzt besser nicht. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Katzen? Oh, oh. Bist nicht im Zimmer. Das ist das Zeichen. Ach so. Sollen wir was klauen? Spezialauftrag. Ich wollte schon sagen, wir sind nur der dusselige Fahrer oder was? Na dann. Okay, also wir sollen in ihr Zimmer schleichen und irgendwas mopsen. Dann machen wir das doch mal. Komm mal rein, du Schein. Uns doch mal rein. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Bewegen. Jetzt sollte ich ein bisschen langsamer gehen. Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater...
siehst du schon selbst. Ach du Scheiße. Okay. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Okay. Dann gäb's hier ID-Karte. Was liegt denn da auf dem Boden? Ein Brief? Ah, ich bin so neugierig. Ich will wissen, was in dem Brief drin steht. Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Keine falsche Zurückhaltung. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ah, Gold Saucer. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Die wissen also nicht, dass sie tatsächlich im Widerstand ich ist. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Na, sie hat ihren Eltern gesagt, dass sie Schauspielerin ist und irgendwo auf der Bühne steht. Wedge, dir wird noch schlecht. So, haben wir hier vielleicht was? Fehlanzeige. Ein Stückchen weiter auch nicht? Irgendwie? Nee. Geh mal da vorne gucken. Ist euch schön satt. Jessie? Ach, guck mal da. Das muss ja sein in jungen Tagen. Oder Jahren, besser gesagt. Konnte dann auch damit. Mit ihrem Schraubenschlüssel, das passt ja eher zu ihr. Ist noch ein Stück. Ist ja süß. So, hier muss doch irgendwo Karte sein. Wo mag die denn sein? Ach, wahrscheinlich hier in seinem Anzug. Ja, klar, logisch. Wenn er dann rangehen würde. Hallo? Jetzt. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Dann wird doch auch hier sicherlich seine Karte drin sein, oder? Tada! Nichts für ungut. So, jetzt ab. Und weg. Ich könnte noch was vertragen. Ach scheiße, liegt der im Koma oder was? Wahrscheinlich, ne? So ein Scheiß. Dieser knusprige Rand ist echt genial. Gut, verziehen wir uns wieder. Und ab dafür. Aber auch cool, dass sie nach hinten einfach so offen haben, ne? Also ich meine. Naja. Unauffällig! Das wäre erledigt. Okay. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Hm.
will ich auch keine leichte Situation. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Wix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Jetzt bin ich wieder gut genug, weißt du? Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein. Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Ja, das heißt, es gibt gleich wieder Kloppe. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Hm. Das ist genau passiert, als Jessie am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Ach, sie war tatsächlich da. Red bitte weiter. Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Hm. Danach hat Jessie angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jessie glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Okay. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Ah. Interessant. Äußerst interessant. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jessie bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Hm. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jessie gesprochen hat. Ah ja. Die Jessie. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Aber es ist natürlich schon eine Geschichte, müssen wir ne? Warten, bis Jessie uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Das ist wohl nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Das war aber nicht Jessie, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Tja. Da gehen wir. Ja. Das heißt, sie war tatsächlich Schauspielerin und hat nur wegen ihrem Vater. Was heißt nur, aber sie hat wegen ihrem Vater letztendlich aufgehört. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jessie wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Da vorne kann ich irgendwo pennen gehen? Hier vorne? Ah, oder kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Hä? Ach, hier vorne ist das. Ich wollte schon sagen. So, was gibt's denn hier Schönes? Waffenrüstung kann ich auch kaufen. Eisenreif, Sternreif. Nö. Eisenreif hatte ich ja schon. Arthithwath. Oh, habe ich eigentlich überall Minus, bis auf Kraftreif.
Forst. Ja, ich glaube, das können wir alles erstmal lassen. Supertrank würde ich vielleicht ganz gerne noch ein paar kaufen. Supertrank ist gar nicht verkehrt. Ether können wir lassen. Phönixfeder haben wir 4 Stück dabei, aber Supertränke nehmen wir nochmal 3 Stück mit. Gegen Gift und so einen Schweinkram brauchen wir erstmal nicht. Hoffe ich. Hoffe ich. Und dann rufen wir uns noch einen Blick aus. Vorsichtshalber. Wir müssen warten. Können ja noch mal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Haben wir doch schon. Aber ich werde mal speichern vorher. Manchmal werden Verkaufsautomaten Gegenstände in begrenzter Stückzahl zu Sonderpreisen angeboten. Eine gute Gelegenheit, deine Reserven aufzustockeln. Haben wir ja gerade schon getan. Aber speichern werde ich nochmal, was ich nicht darf. Einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Was? Nein. Darf ich auch nicht. Ich darf nicht speichern. Scheiße. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Gut. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Da hast du recht. Bereit für den Kampf, Jo. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Mal gucken, was das Cloud wird. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Ach, der Junge Cloud. Hat er schon damals schon so eine wilde Frisur. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden? Sephiroth. Ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Ja, die Szene kenne ich noch aus dem Original. Sehr cool umgesetzt. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Hm. Jetzt wohl in ihm vorgehen mag. Okay, aber ich glaube, darüber müssen wir uns das später Gedanken machen. Das war Jessys Signal! Okay. Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Grinser, ja gut. Ähnlich würde ich vielleicht nicht sagen. Er ist, weiß ich nicht, vielleicht einfach nur vorsichtig. Okay.
dann, wir laufen denn da rum? Der Platz ist mir viel zu groß für 2-3 Soldaten. Das sieht nicht gut aus. Das sieht weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, oh. Heda! Da ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! War's das? Stirb! Da oben sind Aufwächte! Da sind noch mehr Eindringlinge! Brauchen Verstärkung! Dann lehnen wir diese Unterwäsche! Kommt die Verstärkung bei dir! Ja, die Verstärkung muss für die sein. Die uns nachher so ein bisschen den Arsch aufreißen wird. Moin! Sie kommen näher! Bleib stehen! Wird spaßig. Mist. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, genau. Ich habe auch sonst keine Sorgen. Wir können sie mit Granatenwerfern oder Raketenwerfern oder sonst was. Dann mal auf ins Vergnügen. Ja, so kann man es auch sagen. Na, warte! Ach nee, nein, jetzt kommt die Eins. Kann ich ja gar nicht ausstehen. Dreckiges Ungeziefer! Na, warte mal. Magie, Feuer! Feuer frei, du! Aua. Das war's dann. Ach so, cool. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ich wollte auf die Kisten rausfahren. Da ist auch noch einer hier in der Ecke. Oh, keine Chance! Auch ich muss mich ja noch ein bisschen heilen hier, fällt mir mal gerade mal so auf. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal machen. Ich kann nicht weg. Oh, Scheiße. Nein, 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 nein. Ja, scheiße. Fertigkeiten, Analyse können wir. Naja, müssen wir ein bisschen aufschieben. Gegenstände, super Trank. Besser. Alter. Nur weil ich Supertränke noch gekauft habe. Kein Problem. Machen wir die mal Analyse kurz. Fertigkeiten, Analyse. Nur kein Über.
Und mal gucken, was er sagt. Feuer mag er nicht. Das ist gut. Feuer können wir nämlich. Handgranate. Fertigkeiten, Magie, Feuer. Und wir haben ein Limit. Das ist zwar gut, aber auch schlecht. Wir haben gerade keine Gegner mehr. Und ich kann den gleich nochmal anbringen. So, Vita. Machen wir Vita oder machen wir noch ein... Komm, wir gehen jetzt mal Vita. Und jetzt kommt noch garantiert ein richtig dicker Bruder, oder? Ach du Scheiße. Moin. Rex kommt ja auch noch. Na gut. Oh, jetzt wird spaßig. Um die werde ich mich kümmern. Okay. Ach so. Mir nach, Puppies. Oh! So, ich muss nur noch kurz Fertigkeiten, Analyse. So, Eis können sie. Ja, Eis habe ich aber nicht. Gut, da kann ich jetzt nichts gegen machen. Ich muss aber schon nagen lassen. Ich möchte das auch mal nur mit der Lebensart nicht versauen, weil ich weiß nicht, was da noch an Gegnern kann. Nee, warte mal. Fertigkeiten. Wollte nicht mein Limit versauen. Wahrscheinlich haben wir ihn jetzt gerade verloren. Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Oh. Ja. Weil aus irgendeinem Grund müssen wir ja Efrid ja mit bekommen haben. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Das sieht so aus. Ach du, gleich zwei. Na moin. Was denkst du? Allzeit bereit. Und hoffentlich habe ich mein Limit noch. Ich habe gerade was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Oh ja, bitte. Ich bitte drum. Beschwören. Ah, jetzt kann ich beschwören. Wenn du Beschwörermaterie ausgerüstet hast, erscheint bei Kämpfen gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü eine Esper beschwören. Ich hab noch irgendwo ein Limit. Warte mal. Wir machen erstmal ein... Ups, nee. Limit machen wir erstmal.
Machen wir mal den Weg. Irgendwelche letzten Worte? Da sind noch einige Minen. Auch die Führung überlasse ich dir. Ja! Offensivhaltung. Ich bin bereit. Okay, jetzt können wir gleich beschwören. Und zwar jetzt. Beschwören. Die Fried, alle. Gib Gas, mein Junge. Viel Spaß. Der hat Spaß. So wie der aussieht, hat er eine Menge Spaß. So, Esper kämpfen an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATB-Einheiten deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fertigkeiten zu befehlen. Wenn eine Esper den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss eine verheerende Spezialfertigkeit ein. Die Frage ist ja, ob man die noch ein zweites Mal einsetzen kann. Aber turnt mich an. So, viel Spaß, Junge. Ich muss mich jetzt mal kurz mal heilen hier. Was ich darf. Wir kommen mal hier rüber. Wir sind noch nicht. Pass auf, dass du nicht auf die Minen trittst. Ja, sag ich doch. Ich muss erstmal. Muss nur erstmal eine Fertigkeit haben, weil sonst gehe ich nicht gleich drauf. Heiltrank, Supertrank. Die gönne ich mir nochmal. So. Die Fried, die Minen. Das fand ich natürlich schade. Früher war es natürlich immer so im Original, dass du, weil das ja rundenbasiert war, hast du dann nicht viel selber gespielt. Aber gut, das ist immer in Ordnung. Ich bin nicht persönlich. Komm nicht damit klar, so ist ja nicht. Die Fehler in der S-Bahn, Feuersbrunst, Flammensturz. Ein Flächenangriff mit Feuerschaden, der auch Gegner im Umkreis. Machen wir mal den Auslöscher. Esper-Fertigkeit, wenn man über Feuersbrunst. Auf A. Oh. Jetzt kommt Feuer der Hölle! Gut, er ist sowieso fast kaputt. Gut gemacht. Und noch ein Punkt für unser Team. Okay. Kann man machen. Umzingeln! Nach Chili con Carne auf dem Klo. Na toll. Wolf. Okay. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ach. Fehlen Lutsche. Leute, Lusche. Du scheinst dich ja auch ohne mich schon köstlich zu erzählen, mein Freund. Ich hatte dir doch versprochen. Oh nein. Dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Och, bitte nicht. Du hast einen Funken in mir gezündet. Wo ist das so? Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Ach, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Ganz ehrlich. Seit Jahren kämpfe ich nur schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Ach, toll. Du und ich im Bären schnell. Okay.
Da die anderen Wachen nicht angreifen, gehe ich mal davon aus, dass er einer von ihnen ist. Jetzt bin ich dran. Ups. Schlossen, glaube ich. Hier. Stehst du doch. Nein, ich muss weg. Nein, ich hab mich immer noch. Ich versuche mal so mal gegen meine Fresse, so mal Magie gegen ihn. Verbrennen! Achtung! Das ist auf jeden Fall seine Schwäche. Okay. Achtung! Gut. Brauche so langsam mal ein bisschen Energie. Motorrad, dann weint er. Bring mir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund! Also am Motorrad kann ich tatsächlich nichts machen, ne? Das wäre ja lustig. Los! Jetzt los, ich blitze! Zwecklos! Autsch! Magie, Feuer... Kommt nicht wieder vor! Ah, Mist, nein! Zündungsflamme, ja, deine Mutter. Vielleicht muss ich mich mal kurz heilen. Ah, Mist. Na, komm. Hab ich schon fast gedacht. Keine Chance. Jetzt muss ich blitzen. Zu nachlässig. Volle Konzentration. Gleich steht der Kampf. Ja, Flamme! Ja. Neuer Versuch. Na komm, einmal noch. Aha. Ja, komm, ich gebe ihm Magie. Es wird heiß. Ah, Mist, Mann. Ich wollte gerade zur Seite springen. Kommt nicht wieder vor. Verzieh dich. Lass dich umarmen. Union. Vielleicht kriege ich noch ein Level zusammen. Also mache ich natürlich wenig Schaden gegen ihn. Los geht's. Das wird so nichts. Oh, nicht gut. Feuer frei, gar nicht übel. Ja. Jetzt los, den Blitz. Ja. Ja. Ah, ich wollte noch zweite, Mann. Genug. Also ich hätte eigentlich immer nur, wenn er Gas gibt, immer nur nach links und rechts springen müssen und dann von den anderen. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug.
Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Das befürchte ich auch. Das war ein kleines Päuschen. Oh nein! Oh nein! Die Folge könnte also ein bisschen länger dauern heute. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Der Feind hat einen Soldaten besiegt? Ach so. Er ist ein Soldat. Ah, das war viel früher gewesen sein. Verstehe. Jetzt haben wir gleich Probleme. Okay. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Also er ist Soldat. Aber... Ich wundere von mir, dass die anderen Soldaten, also die Gardisten, nicht eingreifen. Also könnte er ja auch ein Verräter sein, aber naja. Verdammt! Noch ein Kampf oder vielleicht oder nicht so. Rückzug. Ja. Nö! Mensch! Hey, Cloud! Jetzt oder nie! Wacht runter! Wir sind's! Wir sind's? Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los. Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgard zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen. Wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Puh. Ja. Boah, das war ja... Ziemlich viele Schaulustige. Das war ja ein Ritt. Verstärkung von Shinra. Ah, mein Bauch. Das war ja ein Ritt.